Ich lese die Ostergeschichte aus dem Matthäusevangelium. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, da kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach Jesu Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz, sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und dann geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Ehre sei Gott in der Höhe. Über deine Heilungs- und Segenskräfte für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, man kann sagen, Maria Gütlich hat einen österlichen Job. Sie begleitet Menschen zwischen Leben und Tod. Wenn sie Frühschicht hat, steht sie oft schon um 4 Uhr morgens dafür auf. Die Intensivstation ihrer Klinik liegt im 2. Stock eines großen Gebäudes mit Hubschrauberlandeplatz. Seit fast 30 Jahren ist Maria Gütlich Krankenschwester, genauer Intensivpflegefachkraft. Sie liebt ihren Job, aber sie sagt, mehr als 25 Stunden die Woche schaffe ich es nicht mehr, physisch und psychisch. Die Ärztinnen und Pfleger kommen aus mehr als 25 Nationen. Der ständige Blick auf die Apparate ist A und O ihrer Arbeit. Im Hintergrund piepsen die Maschinen. Darüber hinaus sind sie im Team Ansprechpartner für die Angehörigen. Wenn wir jemandem das Leben retten, dann ist das schon fast so eine österliche Erfahrung, erzählt Maria Gütlich. Liebe Gemeinde, heute ist Ostersonntag. Darüber dürfen wir uns freuen. Wir haben Karfreitag überstanden, die Intensivstation unseres Glaubens. Da gedachten wir Jesu Leiden und Tod. Die letzten Monate mussten viele Menschen einige Karfreitage überstehen. Gesundheitliche Karfreitage. Corona-Tests und Quarantäne,
Impfungen mit Nebenwirkungen, leichte und schwere Verläufe, manche sogar auf einer Intensivstation. Wirtschaftliche Karfreitage, Kurzarbeit, geschlossene Geschäfte, ausgesetzte Tilgungen und Angst um die eigene Existenz. Und emotionale Karfreitage. Mütter und Väter, Kinder und Großeltern, sie alle konnten dem Corona-Alltag oft nicht genug entgegensetzen. Den Stress im Homeoffice und Homeschooling gibt es leider nicht in Teilzeit. Liebe Gemeinde, aber heute ist Ostern. Heute dürfen Sie sich freuen. Richten Sie dafür mit mir die Scheinwerfer auf das glückliche Ende. Das helle Licht des Engels am leeren Grab. Die Freude Marias und der anderen Frauen, dass Jesus lebt. Ostern, Erlösung, Heilung, Leben. Jesus Christus besiegt Ostern den Tod, aber auch Krankheiten und Schmerzen. Jesus Christus hilft uns mit seiner österlichen Kraft durch gesundheitliche, wirtschaftliche und emotionale Leiden. Jesus Christus rückt unser Leben in seine Verheißung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. So darf ich Ostern die göttliche Kraft aus Jesu Auferstehung in mein Leben lassen. Was der Engel am leeren Grab Maria sagt, das gilt auch mir und euch allen. Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus, den leidenden Gekreuzigten in Not. Aber dieser Jesus ist nicht mehr hier. Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Tod und die Schmerzen überwunden. Jesus lebt und ihr alle sollt auch leben. Liebe Gemeinde, mit einer Freude, die das Leiden kennt, dürfen wir heute am Ostersonntag jubeln. Christus ist auferstanden. Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Jesus lebt und ihr alle sollt auch leben. Gott verheißt uns an Ostern, in Jesus Christus haben Tod, Krankheit und Unrecht nicht das letzte Wort. Die Kraft der Auferstehung ist stärker. Stärker als jeder Virus, aber auch stärker als alle Kollateralschäden der Virusbekämpfung. Osterfreude heißt, Jesus lässt euch nicht allein an den Karfreitagen und auf den Intensivstationen eures Lebens. Gottes Osterlebensenergie segnet, behütet und stärkt eure Wege. Liebe Gemeinde, früher galten Intensivstationen als verzögerte Sterbeorte. Heute sind die Lebenschancen viel besser. Die Medizin, aber auch ihre Medikamente und Apparate machen stetige Fortschritte. Viele Patienten auf Intensivstationen können heute überleben. So werden Jesu Osterworte auch im medizinischen Sinne wahrer. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Trotzdem bleiben die Krankenhäuser Orte zwischen Leben und Tod. An einer Wand von Maria Gütlichs Station hängt dazu passend ein österliches Gedicht von Martin Luther King. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so sollen wir stets daran denken, dass es in der Welt die große segnende Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der Auswegslosigkeit weisen. Gott will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Liebe Gemeinde, ich lebe und ihr sollt auch leben, also fürchtet euch nicht. Das rufen uns Jesus und der Engel heute zu.
Leben Sie also Ihr Leben. Freuen Sie sich über jede Stunde und über jeden Tag. Und jubeln Sie mit mir im Sinne einer Freude, die das Leiden kennt. Christus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und der Friede Gottes, der größer ist als eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Thank you.
Thank you.